Ich bin Marmorsteineisen. Marmorsteineisen, ja. Marmorstein. Komm, ich mach direkt die Begrüßung. Ja, hier einfach aus dem Stegreif aus. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer Runde DNA oder auch DNA auf dem Server von unserem Minecraft-Experten, dem Timodia. Ja, play.timodia.de. Und das ist ein Modus, den ich noch nicht kenne. Das ist meine zweite Runde, die ich jetzt spiele. Und dabei habe ich die... Kommt, das ist dein Stichwort? Ist dein Stichwort? Sturmwaffe, weil du gesagt hast. Ja, ja. Ja, die Sturmwaffe, die ist dabei und die wird das mit uns zusammen spielen. Ist relativ selbsterklärend, der Modus. Erklär ihn kurz. Du kriegst einen Block mit einer Farbe zugeordnet. Da musst du dann hochspringen bis zu diesem, ne? Begrenzung. Bis zu diesem, ne, Begrenzung. Die du da siehst an diesen Block Endertüren. Und so und ja. Also man muss einfach nur versuchen, möglichst hochzukommen. Ich finde meinen Block aktuell nicht, was ziemlich doof ist. Das ist immer ein ganz großes Anfangsproblem. Das ist wirklich, ein sehr, sehr großes Anfangsproblem. Joho, aktuell. Hast du deinen schon gefunden? Oh, du bist schon auf 6. Du hast schon 6. Jetzt. Ich hab ihn. Alles. Ich dachte, ich hätte eine Chance, aber jetzt hat Kedo seinen Block. Ich bin direkt noch runtergefallen, alles gut. Alles gut, alles locker easy. Jetzt ist er wieder weg. Jetzt, ist das meiner? Das war der falsche Block. Das war der falsche Block. Ich bin gerade so schlecht, aber das ist auch nochmal dazu, es ist wirklich meine zweite Runde und gerade springt mir so ein Typ andauernd. Na, bei der ersten Runde war es richtig gut. In die Fresse. Dankeschön, dann muss ich mich jetzt hier nicht mehr anstellen. Aber gerade bin ich, das ist jetzt die Nervosität der ersten Aufnahme. Das ist ja wohl ein Witz, wo hier Blöcke spawnen bei mir, ey. So drei Meter entfernt. Wo ist der Marmorstein? Ja, stimmt, ich habe mich umbenannt in Marmorstein, Eisen. Marmorstein und Eisenbrecht. Wundert euch übrigens, bitte nicht, liebe Zuschauer, ich speichere jetzt hier einfach schon mal, damit das irgendwie nicht andauernd hier verkackt ohne Ende. Ich wollte meinen Zuschauern sagen, dass sie sich nicht wundern sollen, wenn meine sexuell attraktiven Blicke dieses Mal ausfallen, weil normalerweise gucke ich immer so zwischendurch verschmitzt in die Facecam. Oh Gott, ja. Und lass meine Zuschauer wissen, ey Alter, ich guck dich genau an, ja. Und das geht jetzt natürlich nicht, weil man hier vollste Konzentration braucht. Okay, gerade irgendwie so. Also ich freue mich da auch mal drüber. Oh Gott. Ja. Also man kann hier hast du auch schon das mit dem Speichern erklärt? Du bist ja so, du musst das meinen Zuschauern schon ein bisschen näher bringen, ne? Also das ist warum muss ich das denn jetzt machen? Weil das ist deine Aufgabe. Das ist jetzt deine Aufgabe. Wenn man den Block unter sich mit Rechts- oder Linksklick betätigt, sozusagen, seinen Standort speichern. Wenn man dies aber macht... bei dem lieben, gewieften Spielmodus, der sich DNA nennt, den wir gerade spielen, dann passiert Folgendes, dann spawnen die nächsten Blöcke langsamer und deshalb muss man sich entscheiden, entweder schnell und ohne Speicher nach oben springen oder langsam, gediegen und durchdacht nach oben. Kennst du schon übrigens den Schneeball des Todes, Kedos? Alter, nur weil das, ich wollte die Frage stellen, warum habe ich mich überhaupt umbewandt? Hier kann man sich doch gar nicht irgendwie nerven, ne? Und dann ist knallst du Marmorstein Eisen dein Schneeball ins Gesicht. Komm, den Sprung wage ich jetzt ohne zu speichern. Den Minecraft-Namen Marmorstein Eisen auch fantastisch. Ja, findest du? Ich glaube, den nehme ich mir jetzt. Ja, den speicherst du dir direkt ab. Ja, nein! Das ist immer ein neuer Minecraft-Account. Nein! Nein, das ist er nicht! Was? Oh ist doch Gott! Nicht? Nein, ich bin gerade so schlecht. So. Wo bin ich denn? Wir machen ja so oder so noch eine Runde hier nach, ne? Ja, natürlich. Wir machen schon, ne? Kannst nicht hier 3-Sekunden-Video machen. Ganz viele 3-Sekunden-Videos. Ganz viele 3-Sekunden-Videos. 3 Sekunden sind super. Jo, super. Super, 3 Sekunden. Oh, du dummes Kind. Warum? Was? Ja, ich hab einen Jump-Boost. Genau, das gibt's ja auch noch. Ja, nein. Voll vergessen. Nein. Was denn? Nein! Entschuldigung, jetzt werde ich gerade, bei Jump'n'Runs ist tatsächlich, oh komm, guck mal, wie weit unten ich bin. Ich bin fast in der Last 5. Oh. Mensch. Marmorstein, ich habe dich gerade verzweifelt gesucht. Ja, genau, Marmorstein und Eisen. Marmorstein. Nee, Jump'n'Runs sind tatsächlich die einzigen Dinge, die mich aggressiv machen können in Minecraft. Find ich fantastisch, irgendwie. Das ist unterhaltsam. Rumschreien, lululul. So, lass uns zurück in die Lobby und wir machen das einfach ohne Schnitt, weil wir Profis sind und direkt vielleicht in DNA 3. Bist du in Lobby 3 und kannst in DNA 3? Ich warte gerade, bis ich gekickt werde hier automatisch vom Server. Kannst du das bitte ein bisschen schneller machen? Ja, DNA 3, ich komme. DNA 3, bist du... Moment, warte, das war nicht in der Lobby. Moment! Was denn? Das war, glaube ich, in Lobby... komm in Lobby 2, dann da in DNA 3. Komm in Lobby 2, bitte. Lobby 2 komm, jetzt und dann da in DNA 3. Lobby DNA... Ja, super! Ja, geil! Super! Sturmwaffe! Ja. Mein Gott,
bist du geil! So, man merkt vielleicht, dass gerade eben niemand daheim ist, ansonsten würde ich mir hier nicht solche Ausraster leisten. Das ist richtig asozial. Ich will auch einen coolen Nickname. Ich nenne mich jetzt... Okay, warte, ich nenne mich auch... Lugas! Ich bin jetzt der Lugas. Ich bin jetzt der Creeper... Ach fuck, ich dachte, der würde Creeper Freaker heißen. Das wäre... Ich bin der Huthansel! Ich bin der Huthansel, ja mei. Der Huthansel und der Lugas! Ja, der Typ hier, der heißt Sigismund. Prägt euch nur gut ein. Der Huthansel, Alter, diese Nicknames. Sonst fehlt euch nach dem Huthansel womöglich noch ein Bein. So, jetzt aber hier, Konzentration. Aufwärmübung. Okay. Immer stretchen. Alter, wie geil, ich hatte gleich meinen Block. Okay. Ich hatte einfach gleich... Normalerweise sollten die auch direkt in der Nähe von einem spawnen. Ja, das passiert nur irgendwie nie so richtig, oder? Wo ist denn jetzt hier? Wo ist denn jetzt hier bitte schön der Block? Ach, da drüben. Ich speichere schon mal. Einfach, ja, das war gut. Och, ich bin so ein Damelacken. Was mache ich? Was baue ich für Scheiße? Was mache ich? Ich bin eine Enttäuschung. Das sieht noch richtig aus heute. Ich bin eine Disgrace für meine Family. You're a disgrace for your family. Wenn das meine Mutter wieder sieht, Alter. Ey, das wird so peinlich. Gibt's wieder nichts zu essen für die nächsten 5 Tage, ich sag's dir. Ja, macht sie das? So. Ja, ja. Das macht die anhand mein YouTube. View- und Like-Zahlen, ja, gibt's ja das jeweilige Essen dann. Ja, das ist wirklich so. Das glaubst du. Ey, das ist so, sobald ich speichere, habe ich schon so im Kopf den nächsten Sprung. Den nächsten Sprung. Den verkackst. Ich weiß gar nicht, wie weit. Ich bin gar nicht so gut. Ich dachte, ich wäre gut. Also ich sag's ja nur dazu, die erste Runde, die du nicht aufgenommen hast. Aber da war ich krass, ne? Und ich habe da so gesagt. Da war er richtig gut. Also das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht. Ja. Oh, pick or it never happened, aber ja, das ist gut. Ich bekomme halt gerade wirklich, das können ja die Zuschauer sehen, ich bekomme gerade am laufenden Band nur so 4er-Sprünge, ey. Bekommt nichts Anständiges mehr, ey. So. Ich bin hier gerade auch total in der Konzentrationsphase. Ich sage nur, der liebe Lugas ist gerade Zweiter, Alter. Lugas! Da wird noch eine dritte Runde angehangen, das lasse ich nicht auf mir sitzen, ey. Das ja, gerne, gerne. Gerade sind auch andauernd Blöcke über mir. Ja, Was ist das denn? Das mag ich auch nicht. Wenn man sich hier am Anfang vertut oder seinen Block nicht findet, dann ist man immer so in diesem Wirrwarr-Mittelfeld. Und ja, das ist richtig schrecklich, weil da kriegst du nichts auf die Kette. Ja, du kommst einfach nicht mehr so ins Game rein. Ins Game. Also man ist einfach gar nicht so krass am Developen, weißt du? Ja. Man kann nicht so richtig delivern mit jedem Sprung. Da fehlt einfach der Spirit dann auch irgendwo. Der Lugas ist vorne, du. Der Lugas! Lugas, aber warts ab, der Huthansel ist gleich hinter dir. Lugas! Der Huthansel! Lugas, jetzt pass mal auf, du, ich komm in meiner Rude und dann ist aber Huthansel 350. Was mach ich denn hier jetzt? So. Ah, herrlich. Das war dumm, hier zu speichern. Das war wirklich ein bisschen blöd. Also ich will jetzt nicht sagen, aber. Man kann ja auch über andere Blöcke springen ohne Probleme. Ja, klar. Das habe ich jetzt erst bemerkt. Mensch, der Huthansel hat mal wieder eine lange Leitung heute. Oh. So, wart kurz. So. Huthansel. Zack. Hat er gut gemacht. Ich habe immer versucht, den Sprung von meinem Ursprungsblock auszuschaffen. Von dem ganz unten natürlich. Das ist super. Erstmal über drei solide Blöcke drüber. Ja, gute Idee. Aber ich bin schlecht. Jetzt muss ich Gas geben. Jetzt eskaliere ich. 30. Eskaliere. Mach das. Eskaliere. 31, ich brauche noch einen. Eskaliere. Komm. Eskaliere. Eskaliere. Eskaliert. Eskaliert, jetzt wird eskaliert. Da ist noch mit mir jemand auf 31. Ich krieg keinen Block auf eins höher. Ich krieg keinen Block. Nein! Ich hab einfach keinen Block gekriegt. Ich hatte nein Blöcke auf einer Ebene. Mensch, der Lugas! Auf dem zweiten Platz. Lugas! Mensch, so, lass uns gleich einen Sub, damit wir noch schnell eine dritte Runde für die kleinen Sträuche da draußen dranhängen können. In welche Lobby gehen wir mal wieder? Komm. Sag. Wieder in Lobby 2 und dann bitte. Ach, da ist gerade was vollgegangen. Na toll, jetzt wird. Ja, aber wir können ja auch in volle. Du hast jetzt auch YouTuber. Achso, gut, dann lass uns in Lobby 2 und hier, komm Lobby 2. Bist du da? Lobby 2. Ja. Beeil dich. Beeil dich. Ja? Beeil dich hier in 2 rein. Los. 2, den los. Bist du drin? Ja. Oh, da sind wir aber wirklich Punktlandung. Alter. Moment, ich muss mich auch schnell umbenennen. Was habe ich gewählt? Ich heiße jetzt Marco Hip 123. Ich bin Webnigo. Nigo! Nein, nicht so ein Nigo. Der Inski! Der alte Skifahrer. So. Der alte Skifahrer?
Ja, das ist neu Ding von ihm. Fährst du denn aktiv Ski? Nicht so aktiv wie der Nico. Oh, Alter. Ja, wahrscheinlich bin ich gerade gut. Ja, du könntest es auch perfekt. Oh, mich hat gerade jemand versucht abzuwerfen oder mich hat gerade jemand gedizzied. Geabwerft. Ich bin betrunken. Hilfe! Oh, das ist nicht gut. Das ist total ekelhaft. Boah, ist das widerlich. Ihh, da kriegst du ja gar nichts auf die Kette. Ja, da musst du dann irgendwie das gekonnt aussitzen. Ja, das war... Wie beim echten Umtrunk auch. Ja. So. Ja. Wird mal wieder Zeit für eine Aftershow-Party, ne? Oder nee, eine Pre-Show-Party. Eine Pre-Show-Party. Aftershow bitte nicht mehr. Das hat doch Spaß gemacht, Mensch. Das war richtig funny, war was das. Was ist denn bei dir los, ey? Da frage ich mich aber auch echt. Zack. Zack. Okay. Zack. Wenn die wilden Partybübels wieder losgelassen werden. So. Ja. Die Partybübchen, sind sie mal wieder auf Tour? Och nee. Oh. Jetzt ist aber langsam, jetzt bin ich besoffen. Mensch, Nico. Der Web-Nico. Mensch, Nico, pass doch mal ein Wengle Ufio, was du. Wengle. Mit deinem Depreziner anstellen. Der Depreziner. Alter, was für ein Assi, ey. Ich weiß gar nicht, ich bin schlecht, obwohl ich gut war am Anfang, aber jetzt werfen sie mir wieder andauernd Blöcke in den Weg. Ich bin auch die ganze Zeit irgendwie hier Probleme. Wo bist du? Das werde ich dir jetzt nicht sagen. Du willst bestimmt wieder. Nein! Mensch! Nico! Das warst du aber nicht. Nein. Oh, ich bin gerade so. Probiert, den ersten zu kicken. Immer der Anfang war gut und danach wird's schlecht. Und Leute, ey, ich sag's euch noch, ich werd hier DNA trainieren ohne Ende und dann werde ich Der wird der richtige Babo. Ich werde der DNA Master of Disaster. Weißt du übrigens interessanterweise, wo dieser wunderschöne Name DNA herkommt? Für diesen wunderbaren Spielmodus? Nein. Aus meinem 24-Stunden-Stream. Nein, weiß ich nicht. Das war super, ne? Ja, das ist top. Das ist mit eine der coolsten Stories. Ja, dann erzähl doch die Story, war. Alter. Hab ich doch. Ja, das war alles. Das war die ganze Story. Das ist doch keine Story. Kommt bei mir aus dem Livestream. Ja, mei. Nico. Ich weiß ja nicht, wie man bei dir Geschichten erzählt, aber bei uns ist das eine richtige. Bei uns wird es halt ein bisschen ausführlicher erzählt, sodass auch ein bisschen Spannung aufgebaut wird, mein Gott. Das Element hatte ich noch nicht in der Schule, dieses Spannungsding. Ich glaub, die Spannungsmaus, hast du auch die Spannungsmaus? Nein. Nicht? Wenn das wirklich ein Ding ist, habe ich noch nie was von der Spannungsmaus. Die Spannungsmaus? Nein, ich war ein bisschen, komm, ich möchte zumindest mal irgendwie unter die Top 5 kommen. Da wird jetzt noch eine Runde dran gegangen. Das wird durchgezogen bis zum Nimmerleinstag. Ich sag's dir. So, Lobby. Okay. Es ist mir vollkommen egal, Leute. Das ist wirklich, ihr müsst bedenken, das sind immer noch meine ersten Runden. Ich habe nur eine Runde bisher offline gespielt. So, Lobby 2, bitte. Oh, warte, hab. Oh, jetzt geht's eigentlich. Eine einzige Runde bisher offline. Das sind meine ersten Runden und ich finde, ihr müsst das auch wirklich, dann kann man das auch mal ausnutzen hier. Das wird ja nie wieder vorkommen, dass das meine ersten Runden sind, ne? Lobby 2. So, bist du da? Ja. So, lass uns den DNA 5-4 hat gerade gestartet. 5 und dann benenne ich mich um. Was mache ich diesmal für einen Namen? Muss irgendeinen guten finden. Irgendeinen. Atomfrosch_.de Atomfrosch! Nukleare! Atomfrosch, du hast einen Rotpilz-Skin, glaube ich. Ja? Blau. Hab ich? Kann ich nicht sehen, gell? Ja, du bist ein Blaupilz. Bist du Diamonds and Gold? Ja, ich bin Diamonds and Gold. Du bist ein ganz krasser Typ, ey. Hi, Diamonds and Gold hier. Ich baue einen grünen Block, Ist das mein grüner oder ist das gelb? Das ist gelb. Ich baue ein grün. Verdammt. Das geht gar nicht gut los. Das war meiner. Echter Mugolante. Och nein. Och nee. Ich kann nicht mehr spielen. Ich kann original nicht mehr spielen. Weil jemand seinen Safe-Block auf meinen gesaveten Block gemacht hat. Und jedes Mal, wenn ich spawne, werde ich rausgedrückt und kann nicht mehr... Jetzt geht's. Okay. Asi. Das wolltest du ja gerade mega, mega die Nummer draus machen, gell? Nein, ernsthaft. Der geh weg! Geh doch aus meinem Bild raus! Jetzt weiß ich nicht, welches mein Blog ist. Wahrscheinlich der da. Gut, war richtig. Hier ist gerade jemand auf. Du bist Atomfrosch.de, da bist du doch. Du Asi, warst das. Du hast das gemacht. Nein, das war nicht. Ich hasse dich so sehr. Nein, das war nicht. Jetzt habe ich schon wieder. Jetzt ist über mir im Blog. Wie du speicherst den? Ich hasse dein Leben. Ich hasse dein Leben. Ich kann nichts mehr machen. Hä, wieso hängt dir denn noch gerade alles? Hängt bei mir nur alles? Alles gut. Ja, nee. Alles gut. Okay, ich bin gerade auch, alles hängt, alles ruckelt, aber ist okay, ich bin noch im Gang. Hier sind auch so viele Menschen gerade um einen rum, das verwirrt einen total, finde ich. Ja, es ist verwirrend. Es macht einen richtig psychisch, nein!
Nein! Richtig spüchig. Nein! 8 Blöcke auf einer Stufe, Leute. Das geht. Oh, und jetzt fahr ich runter und jetzt ist wieder alles. Das geht doch nicht. Klar, 8 Blöcke auf einer Stufe. Da hätte meine Großmutter schon damals gesagt. Hast du jeden Block und jeden Sprung gespeichert? Kann das sein? Das ist ein Spaß. Du musst einfach eine Stunde lang auf dem Block warten. Nein, hab ich gar nicht. Hä? Wo, bei mir leckt alles. Wieso sind denn alle meine Blöcke so? Es leckt. Bei mir auch. Einfach jeden Block gespeichert. Hab ich nicht. Ehrlich nicht. Ich komm nicht mehr hoch. Bei mir ist auch. Was ist das für eine Runde? Der Server ist tot. Die Nummer geht auch nicht runter. Ah, jetzt? Nee. Gut. Verbindung unterbrochen. Das ist doch wirklich traumhaft. Belass was dabei. Es sieht so aus, als will der Server aktuell nicht, dass ich eine gute Runde hinbekomme. Ich werde das üben, weil ich den Modus extrem geil finde. Wie gesagt, ihr könnt den auch ausprobieren. Der Link zum Server, beziehungsweise die IP zum Server steht unten in der Beschreibung. Ebenso wie der Link zu der Sturmwaffe, die hier glücklicherweise mitmachen durfte. Das ist ja wirklich eine riesige Ehre für dich. Ne? Also das ist wirklich ganz ehrig. Das ist ehrig und morgen treffe ich mich mit Franz und deswegen würde ich jetzt mal sagen, machen wir hier Schluss. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Tschüsschen. Tschüss.